So, mittlerweile ist die Pfanne hier heiß, das köchelt vor sich hin. Das Nudelwasser kocht, da geben wir jetzt mal schnell die Tagliatelle rein. Natürlich in Salzwasser. Und lassen die 10 Minuten vor sich hin köcheln. So, in die heiße Pfanne geben wir jetzt Olivenöl etwas. Und unser Mix aus Zwiebeln, Ananas, Tomaten und Chili da rein. Und richtig schön andünsten. Immer wieder in der Pfanne schwenken, damit es nicht anbrennt. Natürlich nicht so wie ich hier jetzt. Hier kann man schön sehen, die garen jetzt in dem Geflügelfond zu Ende, die Hühnchenteile. Die brauchen jetzt noch 10 Minuten. Genauso wie die Nudeln. So, wie man sehr schön sehen kann, sind die jetzt so fein angedünstet. Machen wir mal wieder ein bisschen mehr Power drauf und geben jetzt den Zucker zum Karamellisieren darüber. Das Ganze jetzt schön mit dem Zucker karamellisieren lassen.
riecht schon schön nach Zucker. Jetzt geben wir nochmal 100 ml Geflügelfond dazu. Und den Weißwein. Und lassen das Ganze jetzt 5 Minuten köcheln. So, die 10 Minuten für die Nudeln sind um, für die Tagliatelle, und die gießen wir jetzt erstmal ab. Und lassen die dann etwas im Durchschlag ruhen. So. Dies hat jetzt 5 Minuten geköchelt, jetzt gehen wir hin und nehmen das Hühnchenfleisch und tun das zu den anderen Sachen in die Pfanne. Lassen das jetzt auch noch mal 5 Minuten mit Deckel ziehen. So, während unsere Füllung hier jetzt vor sich hin köchelt, gehen wir hin, nehmen wir was Butter. Schön vergehen lassen. So, ruhig noch etwas mehr. So, nicht das Teil, nicht sparen mit Butter. So, in die heiße Butter geben wir jetzt die Pistazien. Fein klein gehackt. So, und schwitzen die in der Butter leicht an. Schön einmal kräftig durchziehen lassen, dass das Pistaziengeschmack sich richtig in der Butter bindet. So, jetzt ist der Pistaziengeschmack schön in die Butter reingezogen. Und jetzt gehen wir hin
und machen etwas von der Tagliatelle. Füllen wir in die Pistazienbutter rein und lassen die kurz anbraten in dieser Butter. So, richtig schön, dass die vielen Kerne an den Tagliatelle hängen bleiben. Und ihr sollt gar nicht vorstellen, dass das gleich nicht schmeckt. Das Rezept kommt übrigens von dem Herrn Lafer. Also wenn es nicht schmeckt, rufe ich den gleich an. Dann kann der vorbeikommen und sich ein paar abholen. Absolut geil. Voll netten Kopf. So. Jetzt alles soweit durchgezogen. Und wir fangen mal an, das Ganze in die Ananas zu füllen. Zuerst die Tagliatelle. Dann unser sozusagen Hähnchen geschnetzeltes hier mit den Ananasstückchen, den Zwiebeln, dem Chili und den Tomaten. Etwas Pfeffer noch drauf. Und etwas Koriander. So, geile Nummer, sieht super aus, oder? Also, demnächst gibt es noch wieder mehr. Ich hoffe, das schmeckt mir jetzt. Ich probiere es jetzt erstmal. Ich habe auch Hunger. Ciao, bis nächstes Mal.